Wieder ein Jahr älter werden, kaum jemand freut sich darüber wohl so sehr wie die Kinder. Und damit der Geburtstag auch gebührend gefeiert wird, greifen Eltern, die es können, offenbar auch gerne tiefer in die Tasche. Bernhard Uschitzky hat sich auf die Spur von eher exotischen Geburtstagsfesten begeben. Wir tauchen ab in die Welt der ausgefallenen Kindergeburtstage, weil Topf, Klopfen und Süßigkeiten-Sackerl ganz einfach nicht mehr reichen. Ein Social-Media-Trend zum super coolen Kindergeburtstag, ganz so wie die Superstars auf TikTok oder auch zum Beispiel unter Wasser. Ich habe selber eine Tochter, die mittlerweile natürlich groß ist und wie die natürlich in das Alter gekommen ist und Freude hatte am Tauchen, habe ich gedacht, okay, was können wir machen? Sie alleine ist fad, also habe ich gesagt, lade deine Freunde zum Geburtstag ein, wir gehen unter Wasser. Und die Kinder bekommen natürlich zu Beginn eine kindgerechte Erklärung über das Tauchen. Dann geht es eigentlich schon ab ins Wasser. Unter Wasser gibt es ein Spiel, nämlich eine Unterwasser-Frisbee-Scheibe, ja. Ich habe getaucht und mit solchen Spielzeugen gespielt, Frisbee. Eigentlich noch Frisbee gespielt und mit so einer Rakete gespielt. Neoprenanzug und Pressluft zum Geburtstag. Zumindest 300 Euro stehen da auf der Rechnung. Da kann es schon sein, dass die Eltern bei der Abrechnung Sauerstoff brauchen. Bleibt noch die Qual der Auswahl und die ist riesig. Also, in Wien, aber die angeblich beliebteste Aktivität bei Kindergeburtstagen ist nach wie vor die Schatzsuche. Vielleicht auch das Topfklopfen und die Süßigkeiten sackern.